mit mir Sorgen machen. Ich weiß gerade gar nicht, ob Patrick das schon erwähnt hat oder ob ich es verpasst habe oder es noch sagt, dass ein Rettungsboot fehlt, dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich davon ausgehen, er ist nicht mehr an Bord. Jetzt habe ich für Sie etwas ganz Besonderes. Direkt von den luxuriösen Pools unseres eigenen Spas präsentiere ich Ihnen Bridget und Antonio mit dem Banjo und der Mundharmonika. Oh, wer hätte gedacht, ein amerikanischer Volkstanz. Das sind deine Geige und deine Flöte, du Blutmann. Oh, das hört sich schon besser an. Ich glaube, Musik ist so nicht so sein Ding. Nein, ist es nicht. Was mir hier persönlich noch gefehlt hätte, ja, wäre ein richtig geiles Pattern, wo die beiden auch wirklich spielen. Ich meine, so hast du die normale Delicious Background-Musik. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Ich meine, bei Wonder Wedding gab es ja auch so etwas. Gut, da musstest du halt immer die Instrumente anklicken. Da hätte man das ruhig übernehmen können und einfach in Dauerschleife abspielen. Das wäre halt nice gewesen. Aber ich meine, ich weiß auch nicht, was die für einen Druck hatten. Jetzt mit dem Release und so ein Shit. Andererseits kann ich es auch nachvollziehen, das ist ja echt sehr, sehr viel Arbeit. Ich bin ja selber momentan dabei dran, ein kleines RPG, kleines, ein RPG-Spiel zu erstellen und das ist schon uhu und da tun sich mehr als eine Baustelle auf. Gerade wenn es halt erstmal an solchen Dingen scheitert wie Titeldesign, Game-Over-Design, Titel The Damn, Bossfight, generell so eine Kampfmusik und Level Design, das ist echt schon ein Kack-Intro da. Also, das ist alles momentan mega Baustelle, deswegen, ich kann schon nachvollziehen, man sagt, dann sparen wir an diesem Ende. Hauptsache, alles andere ist schnieke und funktioniert. Was mich halt nur persönlich ein bisschen gefuchst hat, das werde ich aber auch nochmal am gesamten Ende des Let's Plays sagen, ist halt die Übersetzung. Die ist zum Teil manchmal richtig scheiße gewesen. Grobe Schnitzer, wo ich sage, ganz ehrlich, dann übersetze ich das für euch. Oder ich komme nochmal gerne drüber. Ja, weil ich bin Deutsch-Muttersprachlerin. Das kriegen wir hin. Das mache ich auch umsonst. Nee, ich habe nur gerade überlegt, ich glaube, das ist eine niederländische Firma. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es eine amerikanische Firma ist. Niederländisch ist gar nicht so schwer. Also ich kann das besser lesen, als es sprechen. Und die Menschen verstehe ich wohl auch, es sei denn, die reden zu schnell, dann nicht. Dementsprechend, ohne Witz, biete ich mich gerne hier auch nochmal an dieser Stelle an, ganz großkotzig, ich weiß. Na, gerne mal drüber zu gucken. Ich möchte irgendwie für blamen oder flamen oder so. Nein, ich finde das Spiel klasse und ich finde es halt schade, wenn da halt sowas ist. Und ich weiß, es gibt einfach viele Menschen, die zerreißen. Das sind extrem aufgrund solcher. Ja, es sind Fehler, kann es nicht anders sagen. Oder biete ich mich einfach an, ey, komm, ich guck mal drüber. Ich mache das für euch, wie gesagt, umsonst. Einfach gebt mir, ich gucke drüber und kann dir sagen, jo, das klingt nicht so geil. Wie ist denn der Original? Weil ich finde es schade, wenn dann dadurch Spielqualität verloren geht. Und das kann echt passieren. Und meines Erachtens ja nicht, es muss nicht jeder Deutsch können, um Gottes Willen. Das wäre zu viel verlangt. Deutsch ist auch eine sehr schwere Sprache. Dementsprechend, weiß ich nicht. Zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es deren verkackter Job, wenn du vor allem einen teuren Dolmetscher oder überhaupt einen Übersetzer da bezahlst. Der soll es dann vielleicht auch mal vernünftig machen, ne? Jetzt kann man auch wiederum sagen, der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Ich meine, grammatikalisch geht es, wobei er hatte doch einmal eine ausländische Sprache. Ich habe echt vergessen nachzugucken, welche Sprache das war. Dann ein paar Fehler im Sinne von Bezugsfehler, werden jetzt gemeint ist. Das ist ehrlich, das kann auch schon mal peinlich werden. Aber ich mag das Spiel, ganz ehrlich. Das ist halt, da kommt der scheiß Deutschlehrer aus mir raus. Oh mein Gott! Phosphors! Nimm die Flossen in der Hand und schwimmen. Dim, 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 so. Fischstäbchen. Boah, yo, Fischstäbchen könnte ich mal wieder machen. Ja, da habe ich jetzt gerade mich auf eine Idee gebracht. Ha. Wenn man den weißen Hai sieht, dann kriege ich mal noch direkt Bock auf Fisch. Oder lecker, lecker Hai-Fischfleisch da vom Asiaten. Das ist auch sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Denn mit Sojasauce, am besten mal hier schon richtig salzig. Boah, geil. Sonst schmeckt das nur wie so ein Gummilappen.
Nee, welchen Kaffee denn nochmal? Dab, dab, dab. Boah, piss dich nicht so an. Ich komme doch schon ran. Ich bringe dir deinen Kaffee und ich gebe ihn dir ins Gesicht. So. Ach, Kaffee, da kann ich auch gar nichts machen. Nein, ich wollte ihn. Waffel die Wop Bob. Und zack. Also ich glaube, ich bin immer mindestens einmal so richtig krank in einem Delicious Let's Play, wenn ich so mal an alten Channel denke, bei Wonder Wedding. Da war das auch irgendwo, dass ich da richtig krass erkältet war. Und bei Blood Omen war das auch an. Boah, das war richtig schlimm, da war echt ätzend. Ich meine, wenn ein Hobby schon irgendwo verpflichtend wird, ist es bitter. Das Problem ist einfach nur, du hast irgendwie auch ein bisschen Druck. Wo ich einfach mal sagen muss, leck mich. Es gibt Leute, die wollen dann wirklich was sehen, die wollen es dann auch regelmäßig und die sind dann pissig, wenn es nicht da ist. Natürlich wird dann auch umgekotzt, wenn die Qualität nicht so super ist. Oder aber halt du mal krank bist und ich finde es dann als natürlich, wenn ich dann aus Versehen mal Mikrofon huste oder niese. Und ganz ehrlich, ich weiß noch, ich habe mir so viel Mühe gegeben, das dann hier und da mal wieder rauszuschneiden. Es war so eine Arbeit. Ich meine, es ist nicht schön anzuhören, wenn da jemand ins Mikrofon hustet. Ja, aber was willst du machen, wenn die Person krank ist und du geiferst da so rum? Ich will's aber sehen. Warum kommen keine Folgen? Ist dann halt schon vom Arsch das Problem. Es reicht ja wirklich nur. Alter, willst du mich verarschen? Du kannst auch diese Kacke da vom Tablett nehmen. Scheiß Milch. Ich habe auch immer diesen Ansporn, wenn es nur eine einzige Person ist, ne, für die mache ich das dann auch, weil ich ganz gerne möchte, dass genau diese eine Person dann auch ein gutes Gefühl hat, Spaß hat und sich gerne anschaut. Ich brauche da jetzt keine 100 Zuschauer haben. Mir reicht ja wirklich der Wort von dem einen. Und vielleicht sollte ich diese Attitüde ablegen. Aber andererseits weiß ich nicht, ich mag das nicht einfach, was zu sagen, ja, YOLO interessiert mich nicht. Ich meine, an sich mache ich das hier alles ja nicht für die eine Person oder überhaupt für eine Person. Ich mache es letzten Endes für mich, weil ich daran Spaß habe. Natürlich habe ich noch mehr Spaß daran, wenn mehr Leute Spaß daran haben. Weil dann möchte ich auch mich steigern und auch zeigen, dass ich auf dem Kasten habe. Ich weiß auch nicht warum. Scheiß drauf. Wir machen hier weiter. Wunderbar. Wirklich tolle Künstler. Ich habe leider nichts davon gehört. Ich kann das nicht beurteilen. Also muss sei denn, es gibt jemand anderen. Ich hätte schwören können. Oh ja, noch eine Nummer. Und dafür wäre ein Freiwilliger aus dem Publikum nötig. Evelyn, kommst du bitte auf die Bühne? Edward und die Hengste? Oh Gott. Der Name könnte auch aus einem schlechten Pornofilm kommen. Jawohl, Elvis und noch so ein Schmanti. Wie süß, da ist er ja. Er hat eine Überraschung vorbereitet. Bestimmt für unsere Evelyn. Ach, süß.